Hallöchen, meine Damen und Herren. Schaut mal, was am Start ist. Die Stream Heroes Karten. Für alle, die nicht wissen, was es ist, wenn man sich hier anmeldet und bei mir im Stream zum Beispiel dann einfach den Stream schaut, sammelt man Punkte und kann damit Karten öffnen, so wie Pokémon-Karten. Nur halt von mir. Und diese Karten kann man sich im echten Leben dann zuschicken lassen, also Streamer-Sammelkarten. Und hier drin sind meine 5 Karten, die man eben bei mir sammeln kann. Ich bin selbst sehr gespannt, also machen wir die ganze Geschichte mal auf. Let's go. Oh, guck mal da, da ist sogar ein bisschen mehr drin. Ui. Einmal dieser Sticker. Sweet. Darüber hinaus, ja, eine Thank-You-Karte. So wie mein Kartenpack. Wow. Das ist ja echt geil. Das ist so richtig wie früher mit den Pokémon-Karten. Dann machen wir den Spaß mal auf. Hier ist extra so ein kleines Dingens zum Aufreißen. Oh, hui. Oh, das sind ja richtig viele. Also die Karten haben auch Abnutzungsgrade, wie man hier sehen kann. Und ich habe ja scheinbar diverse Variationen. Ist das geil. Also einmal die Main-Karte. Das ist so die Anfangskarte. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man die eben aus den Paketen zieht. Darum habe ich diese auch dreimal. Und zwar einmal eine hier in fast Battle-Game, würde ich sagen. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte die irgendwie diese angedeuteten Risse. Die sind auch aufgedruckt. Ultra cool. Dann die Karte in Mittel. Also so ist es, glaube ich, bei 50%. Und des Weiteren einmal in Glossy. Das kommt schon Richtung FN gehend, auf jeden Fall. Also, wenn die Dinger so aussehen. So, dann hier nach kommt dann die Karte Nummer 2. Der Bubbler auf das 2 auf Alang. Einmal in Normal und einmal in Factory New. Dann hier einmal die dritte Karte in ein bisschen angeranzt und sehr schick. Dann die vierte Karte in der Garage. Ich mach mal die kurz weg. Auch in ein bisschen abgeranzt und eben FN mit diesen Glossy Glitzer-Elementen. Und zu guter Letzt noch die Barb. Guck sie dir an, wie sie futtert. Der Matt Eagle da unten. Was auffällt und womit wir schon gerechnet haben, ist, dass die leichte grüne Ränder haben werden. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass die nicht gleichmäßig sind. Also hier ist zum Beispiel der grüne Rand rechts und unten. Und bei der nächsten ist er links und unten und rechts gar nicht. Also vielleicht ist es bei dem Druck auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber für mich ist das vollkommen in Ordnung. Die sind echt richtig geil, die Teile. Vor allem die abgeranzten. Also es sieht wirklich cool aus, als hätte man da eine uralte Karte in der Hand. Nochmal kurz zu den Karten, also wie man die bekommt. Ihr seid auf Stream Heroes angemeldet und schaut zum Beispiel bei mir im Stream. Dann sammelt ihr für mein Stream Punkte und könnt euch diese Karten snacken. Wenn ihr ein paar geile Karten gezogen habt, die ihr auch bei euch daheim haben wollt, könnt ihr euch die auch bestellen. Das kostet ein bisschen Geld, da werde ich aber auch wiederum dran beteiligt. Also ihr unterstützt mich dabei oder dadurch, indem ihr euch diese Karten kauft. Das hier ist jetzt die allererste Kollektion dieser Karten. Es wird auf jeden Fall in Zukunft irgendwann weitere oder andere Karten geben. Diese Kollektion verschwindet dann mit dem Zeitpunkt des Ersetzens. Ich gebe euch da aber auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, wenn es darauf hinausläuft, dass eben 5 neue Karten entstehen werden. Ihr könnt dann sicherlich die Karten, die ihr bereits gezogen habt, nach wie vor für euch nach Hause bestellen. Aber wer eben noch gar keine Karten geöffnet hat, der kann dann halt wahrscheinlich eben auch keine mehr haben, wenn die 5 Karten dann weg sind. An der Stelle von mir ein großes Dankeschön an Stream Heroes, denn ich habe eben von Stream Heroes diese Karten kostenlos bekommen, dieses Vorzeigedeck, und kann das auch immer wieder machen, wenn wir neue Karten hinzugefügt haben, beziehungsweise neue Editionen am Start haben. Das hier ist jetzt die allererste Edition mit dem, ich sag mal, auch Kunstfehler hier mit dem Grün. Ich werde mal gucken, ob ich da selbst auch noch ein bisschen was fixen kann, aber dass es halt einmal links und einmal rechts ist, ich weiß nicht, ob ich daran überhaupt irgendwas ändern kann. Im Editor waren die Karten perfekt. Man könnte sich die Karten aber auch einfach richtig ausschneiden, dann wäre das Grüne natürlich weg. Also man sieht hier ja, dass die Karte eigentlich hier endet, bei dem roten Rand. Aber da wird immer was Grünes mit drauf gedruckt oder mit hinzugedruckt. Das könnte man sich natürlich auch einfach abschneiden. Ich bin dennoch hellauf begeistert. Das sind für mich jetzt eben meine allerersten Sammelkarten. Und natürlich ist dieser Gedanke von Streamers an sich richtig, richtig geil. Man kann sich die Karten von seinen Lieblingsstreamern snacken und dann halt nach Hause schicken lassen. Also das ist wirklich sweet. Bei mir ist auch überall auf jeder einzelnen Karte eine Unterschrift, eine Originalunterschrift von mir drauf. Die habe ich jetzt zwar nicht auf jeder einzelne draufgeschrieben, aber ich habe extra für diese Kartenedition diese Unterschrift nochmal ganz frisch geschrieben und an meine Designerin geschickt. Ich glaube, ja doch, genau. Es sind sogar unterschiedliche Ausführungen für die Karten. Ich glaube, 2, 3 oder vielleicht sogar 5 verschiedene Unterschriftentypen, die ich eben ja im Vorfeld extra für diese Karten gemacht habe. Ah je. Wer also Bock hat, kann gerne in die Streams kommen, Punkte sammeln und sich die Karten dann snacken. Wenn ihr solche Karten bekommt, haut die gerne in Discord rein, in den Media-Channel, damit ich sehen kann, welche ihr euch eben habt ausdrucken lassen. Ich weiß, dass viele von euch die Barb... Wo ist sie? Auf die Barb geiern, weil das ist, wie gesagt, die seltenste Karte, die man haben kann. Ich selbst habe tatsächlich, falls jetzt jemand sagen möchte, hey, warte mal, das ist aber unfair, dass du jetzt eine Barb bekommst, du hast doch gar keine gezogen. Ich habe tatsächlich gestern diese Barb hier gezogen. Die ist zwar nicht so hochglänzig wie diese hier, aber tatsächlich habe ich auch gestern meine allererste Barb gezogen. Viele von euch haben schon 3, 4 oder 5 gezogen in verschiedenen Qualitätsstufen. Da bin ich irgendwie nicht so lucky. Ich glaube, mein Glück geht genauso bei den Karten weiter, wie es eben bei den Cases in CSGO aufgehört hat.
Alla hopp, Leute, dann sehen wir uns heute Abend wieder im Livestream. Ab 20 Uhr wird wieder reingescheppert. Kommt vorbei, Giveaways, Videogames, pipapo. Let's go. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.